Also auch nochmal von mir uns herzlich willkommen. Wir sind Emilia Mikauch und Jasper Beiermann. Wir sind einmal von der Hochschule Bielefeld, wie Frau Ilk, und von der Universität Konstanz. Wir führen das Projekt Peer-to-Peer OAHAW, Peer-to-Peer-Strategieberatung für Open Access an Hochschulen für angewandte Wissenschaft. Zusammen durch. Wir machen das nicht alleine. In der Leitungsfunktion sind eben auch noch Frau Ilk, eben auch von der Hochschule Bielefeld, und Martina Benz von der Universität Konstanz beteiligt. Wir haben weiteren quasi institutionelle Einbettungen, einmal dadurch, dass unsere Grundidee, zu der wir gleich quasi ausführlicher kommen, vom Hochschulforum Digitalisierung kommt. Manchen sagt das vielleicht was, manchen nicht. Können wir vielleicht in der Diskussion auch noch kurz drüber sprechen. Und wir übernehmen eben eine Grundidee von Ihnen und deswegen sind wir auch immer mal wieder mit Ihnen im Kontakt, tauschen uns aus. Genau, dafür herzlichen Dank. Durch die institutionelle Nähe mit der Universität Konstanz sind wir auch mit dem Open Access Network immer wieder im Austausch und können von deren Expertise, Kontakten profitieren. Wir sind, wie einige Projektvorstellungen, die an diesen Tagen stattfinden, eben auch ein vom BMBF gefördertes Projekt in der aktuellen Linie. Gut, dann kommen wir quasi zum mehr Inhaltlichen. Wir quasi nähern uns unserem Projekt mit diesen vier Fragen. Was ist die Peer-to-Peer-Strategieberatung zu Open Access an HAW überhaupt? Wie läuft die Peer-to-Peer-Strategieberatung zu Open Access ab? Also mehr zeitlich und weniger konzeptionell. Und dann kommen wir zum zweiten Teil. Wo stehen wir jetzt? Und was ist uns bisher aufgefallen? Was haben wir gelernt? Welche Schlüsse können wir für die nächste Runde, für die späteren Runden ziehen? Okay, kommen wir zur ersten Frage. Hier ist dieser etwas sperrige Satz oder zwei Sätze aus unserem Antrag. In der Peer-to-Peer-Strategieberatung zu Open Access wird die Begleitung und Beratung von Hochschulleitungen an HAW durch Angehörige der Leitungsebene anderer Hochschulen oder Wissenschaftseinrichtungen in der Rolle als Critical Friends auf Augenhöhe pilotiert. Dies geschieht bei der Identifizierung, Konzipierung und Umsetzung eigener Entwicklungsziele und Wege im Handlungsfeld Open Access. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber Antragsformulierungen sind häufig sehr dicht und nicht auf den ersten Blick verständlich. Und deswegen haben wir die wichtigen Anteile hier einmal farblich hinterlegt, um das irgendwie alles greifbarer zu machen. Richten wir unseren Blick quasi als erstes auf das Rote und quasi mit dem Icon, mit der Zielscheibe und der Checkliste. Dass dieses rot unterlegte beantwortet die Frage, bei was eigentlich beraten werden soll bei der Peer-to-Peer-Strategieberatung zu Open Access. Nämlich bei der Identifizierung, Konzipierung und Umsetzung eigener Entwicklungsziele und Wege im Handlungsfeld Open Access. Dann quasi gehen wir nach links oben. Bei jeder Beratung wird irgendwer beraten. Wer soll da beraten werden? Die Hochschulleitung an HAW. Deswegen Peer-to-Peer-OH-HAW. Durch wen sollen die beraten werden? Durch Angehörige, und das finden wir jetzt quasi in blau, deswegen das Auge da auf Augenhöhe, durch Angehörige der Leitungsebene anderer Hochschulen oder Wissenschaftseinrichtungen in der Rolle als Critical Friends. Und dann haben wir noch quasi dieses kleine, orangene, aber deswegen nicht weniger wichtige Wort pilotiert. Was meint pilotiert? Wir übernehmen dieses Konzept der Peer-to-Peer-Strategieberatung eben vom Hochschulforum Digitalisierung. Diese ist so ein Think Tank, der sich mit Hochschullehre primär beschäftigt und die Digitalisierung von Hochschullehre. Und die haben dieses Konzept der Peer-to-Peer-Strategieberatung für diesen Bereich, führen sie schon seit Jahren erfolgreich durch. Und wir übertragen dieses Konzept jetzt auf den Bereich Open Access an HAW. Und wir wissen eben noch nicht quasi, wie gut das funktioniert, ob wir Dinge anpassen müssen, ob Dinge, ob andere Teilformate sich genauso gut eignen, wie sich das bei der Peer-to-Peer-Strategieberatung des Hochschulforums der Digitalisierung funktioniert hat. Deswegen werden wir auch quasi am Ende jedes Beratungsdurchlaufs eine ausführliche Evaluation mit den jeweiligen Hochschulen machen. Und das Ziel des Projektes ist es dann,
am Ende, also 2026, nachdem wir zwei Durchgänge mit A2 Hochschulen hatten, ein quasi Konzept zu haben, wie wir das auch danach möglichst noch weiterführen können, dass wir auch veröffentlicht werden und zugänglich machen. Okay, jetzt haben wir so quasi den Kern, was die Idee ist, uns schon einmal angeschaut und kommen zu der Frage quasi, wie läuft das eigentlich ab? Und hier gibt es im Prinzip ja die folgenden Kernelemente. Und das ist einmal quasi, sobald sich eine Hochschule bei uns beworben hat und an unserem Programm teilnimmt, dass sie einen Selbstbericht schreibt. Und zu dem Selbstbericht gibt es einen Leitfaden von uns, bei dem die Hochschule eben ihren aktuellen Stand zu Open Access analysieren, unter die Lupe reflektieren soll. Während dieses Zeitraums suchen wir mit der Hochschule nach gemeinsamen Peers, also nach Experten, die der Hochschule für ihre spezifischen Herausforderungen helfen kann. Und währenddessen quasi gibt es ein kleines Begleitprogramm, wo die teilnehmenden Hochschulen sich untereinander kennenlernen und eben die Peers kennengelernt werden. Dann kulminiert das Ganze in einem sogenannten Hochschulbesuch oder Beratungsbesuch. Das sind dann zwei intensive Tage vor Ort in der Hochschule, wo wir vom Projektteam kommen und auch die Peers vor Ort kommen und in zwei Tagen intensives Workshop-Programm durchgeführt wird, wo die Hochschulleitung, die Peers, die Bibliothek, die Forschenden zusammenkommen und über die jeweiligen Herausforderungen sprechen und Lösungsansätze entwickeln sollen. Wir nehmen das Ganze quasi auf, protokollieren alles, was an diesen Tagen entsteht und fertigen mit den Peers zusammen einen Empfehlungsbericht für die Hochschule an. Der geht dann an die Hochschule zurück und dem hoffen wir, können die dann wirklich was anfangen. So schematisch. Hier ist jetzt quasi einmal, wie das Ganze zeitlich abläuft und damit quasi kommen wir auch zum, ich finde, spannenderen Teil. Was haben wir bisher? Genau, hier stehen wir aktuell. Wo stehen wir jetzt gerade? Bevor ich auf unsere Begleitworkshops, die wir im Vorfeld abgehalten haben, eingehe, möchte ich darauf eingehen, wie wir die Hochschulen ausgewählt haben und wie die Peersuche abgelaufen ist und wie wir die Peer-Teams zusammengestellt haben. Wir haben im letzten Jahr im Dezember, Anfang Dezember, unseren Aufruf zur Interessenbekundung veröffentlicht. Daraufhin haben sich mehrere Hochschulen bei uns beworben und zusammen mit Vertretenden von UA Network haben wir zwei Hochschulen für den diesjährigen Durchlauf ausgewählt. Das wären zum einen die Hochschule Rhein-Waal in Kleve und Kamp-Lintfort und die Ernst-Abbe-Hochschule in Jena. Und wir freuen uns sehr, mit beiden Hochschulen zusammenarbeiten zu dürfen. Jetzt stellt sich die Frage, wer diese beiden Hochschulen denn eigentlich beraten soll. Wir haben einen Pool an Expertinnen zusammengesammelt, die wir dank des Netzwerkes von UA Network, dank der Kontakte unserer Projektleitung und von verschiedenen HAW-Communities zusammenstellen konnten und haben aus diesem Pool gezielt Personen ansprechen können, die auf die Herausforderungen der jeweiligen Hochschule passgenau zugeschnitten sind. Hier können Sie die Peer-Teams der beiden Hochschulen sehen, für die Hochschule Rhein-Waal beraten Ursula Arning, Friederike Borchardt und Olga Burkova und für die Ernst-Abbe-Hochschule Jena beraten Lukas Burkhardt, Günther May und Susanne Staude. Wir freuen uns sehr, dass wir so ein starkes Team jeweils an Expertinnen zusammenstellen konnten. Was man hier vielleicht hervorheben sollte, ist, wie ein jeweiliges Team zusammengestellt ist, nämlich dass zum einen eine Hochschulleitung jedes Mal vertreten ist, die Hochschulentwicklungs- und Beratungserfahrung hat, mindestens eine Person, die bibliothekarische und Open Access Fachexpertise mitbringt und eine weitere Person speziell auf die jeweiligen Herausforderungen der Hochschule zugeschnitten ist. Und da die Herausforderungen an HAW derart individuell, sei es in der Größe, in den Ressourcen, in der Einrichtungen, in Finanzierungsfragen sind, begegnen wir eben
da mit diesem passgenauen Peer-Team und der Adressierung auf Leitungsebene, was eben durch unser Projekt ermöglicht wird. Jetzt habe ich versprochen, dass ich noch auf unsere Begleitworkshops zu sprechen komme. Wir haben zwei Workshops im Vorfeld veranstaltet. Im ersten Begleitworkshop haben die beiden teilnehmenden Hochschulen sich kennengelernt, konnten sich austauschen und wir haben ihnen einen Leitfaden vorgestellt, mit dem sie den Selbstbericht, der ihnen helfen soll, den Selbstbericht zu erstellen. Und im zweiten Workshop haben die jeweiligen Hochschulen ihre Peers kennengelernt. Und damit kommen wir auch schon zur letzten Frage. Was ist uns aufgefallen? Den ersten Punkt, den wir schon aus den ersten Infoterminen von interessierten Hochschulen mitgenommen haben, ist, dass der Wunsch besteht, Open Access und Open Science zusammenzudenken. Und ein weiterer Punkt, den wir aus der ersten Runde auf jeden Fall mitnehmen, ist organisatorischer Natur. 8 Monate für einen Beratungsdurchlauf sind sehr ambitioniert. Das Anfertigen des Selbstberichts, die Terminkoordination, die Planung der Beratungstage, das braucht Zeit, insbesondere die gemeinsamen Termine zwischen den Peers und den teilnehmenden Hochschulen zu finden, ist eine Challenge. Und durch die vom BMBF gerahmten Start- und Endpunkte für einen Beratungsdurchlauf ist die, sagen wir, Vorbereitungszeit fällt da eben in die Sommerpause und eine kleine Herausforderung für uns. Wenn wir die Strategieberatung jenseits der Projektförderung weiterhin anbieten können, dann wäre es sinnvoll, wenn wir 4 statt 2 Hochschulen beraten könnten und die ein Beratungsdurchlauf von 8 auf 12 bis 14 Monate ausgeweitet werden könnte. Jetzt sind wir inhaltlich eigentlich schon fertig und wollten nur noch 2 kleine Punkte loswerden. Erstens wollten wir für das rege Interesse im Vorfeld und auch das Interesse der potenziellen Peers in unserem Pool danken und auch für die Offenheit und Bereitschaft der teilnehmenden Peers und teilnehmenden Hochschulen. Ohne OA-Network und ohne die Unterstützung vom HFD wäre unser Projekt so gar nicht möglich gewesen. Und es folgt ein kleiner Werbeblock, denn nach den Beratungstagen oder nach dem Beratungsdurchlauf ist vor dem Beratungsdurchlauf. Unser nächster Aufruf zur Interessenbekundung für den zweiten Durchlauf wird Anfang Dezember veröffentlicht. Wenn Sie also Teil einer Hochschule sind, die gerne durch Expertinnen bezüglich OA beraten werden möchte, dann freuen wir uns auf Ihre Interessenbekundung. Und damit würden wir abschließen und freuen uns auf Rückfragen aus der Runde. Vielen Dank.